So, jetzt haben wir alle hier. Shabba Süx ist da, Winnie ist da, Marc ist da. Erste Frage geht an Sie. Erste Halbzeit sah es mal ganz zu Beginn sehr deutlich aus. Das Spiel wurde dann enger, als viele hier geglaubt haben. Ja, guten Abend erstmal und herzlichen Glückwunsch natürlich zu verdienten Sieg. Ja, also erste Halbzeit haben wir verpennt, also total. Also wir wussten, dass es eine aggressive, offene Deckung auf uns zukommt und es hat leider sehr, sehr lange gedauert, bis wir uns da recht gekommen sind und da war schon mit 9 Toren weg und das war eigentlich zu viel. Also sowas lässt eigentlich Bayreuth zu Hause kaum nehmen. Aber wir haben gekämpft, also ich muss sagen, also unsere Spieler haben dann es immer besser gemacht, also rausgespielte Spiele, wir haben gekämpft in Abwehr auch. Also ich muss sagen, also unsere Mannschaft hat alles gegeben, aber das verpennte 20 Minuten war es eigentlich zu viel, Pensum. Das war das erste Statement des Gästetrainers Marc. Selbe Frage an dich, es schien am Anfang mal glasklare Sache, ja? Und plötzlich wurde das Spiel immer enger und ihr habt irgendwo den Faden zwischendrin verloren. Wo habt ihr ihn verloren? Zeitlich nach einer Viertelstunde und am Platz, das kann passieren. Also wir haben sehr gut begonnen, das ist richtig. Dann haben alle wahrscheinlich gedacht, es wird sehr einfach und haben sich nicht mehr auf die Sachen konzentriert, die sie vorher die erste Viertelstunde gemacht haben. Und dann ist es natürlich wieder sehr schwierig zurückzuspulen und wieder zurück zu den Grundlagen zu kommen. Und die haben wir ein bisschen verpennt, das stimmt. Winnie, wie macht ihr das, wenn so ein bisschen die Grundlagen flöten gehen bei einem deutlichen Vorsprung? Wie holt ihr die Jungs wieder zurück? War nicht so einfach. Also die musst du nicht zurückholen. Die wollen alle das Beste geben. Die strengen sich genauso an wie vorher. Und das Einzige, was du machen kannst, ist, du musst sie unterstützen, du musst sagen, weitermachen. Und jeder, der selber gespielt hat, weiß, wenn du erstmal in so einem, wenn es erstmal sehr positiv läuft und dann läuft es irgendwie dann ein bisschen stockender, dann fängst du das Überlegen an, dann nimmst du die Würfe nicht so. Der Torhüter von Rothenburg ist kein schlechter, der hat das gut gemacht. Trotz allem können wir auf jeden Fall besser unsere Chancen verwerten. Und ich glaube, wenn wir das gemacht hätten, hätten wir auch nicht solche Probleme bekommen. Aber dass die Mannschaft alles rausgehauen hat, dass die alle super gekämpft haben, das war uns von vornherein klar. Und von dem her gesehen bin ich mit den 2 Punkten total zufrieden. Und schauen wir mal, was nächste Woche dann kommt. Schau mal, ich sehe euch zum ersten Mal, aber eine eurer Waffen ist auf jeden Fall Emotionalität. Das bringt ihr mit, Aggressivität, Emotionalität. Das konnten wir hier auf jeden Fall sehen. Da habt ihr definitiv kein Defizit. Ja gut, also wir müssen auch als Mannschaft kämpfen. Also wir haben aus letztes Jahr wirklich eine gute Mannschaft zusammen formiert, meine ich mindestens, der wirklich die Jungs zusammen leben, zusammen kämpfen. Ja, und das macht jede Mannschaft aus. Also ich denke, die Bayreuth kämpfen genauso zusammen. Und das haben wir vor ein paar Jahren noch vermisst, aber jetzt ist es drinnen. Die Mannschaft macht es wirklich gut, ja, gute Arbeit. Bloß das erste Mal ist, dann müssen wir warten, wann das auch Zählbares rauskommt. Eine Frage noch an Sie als Aufsteiger. Was nehmt ihr euch vor für diese Spielzeit? Also unser Ziel ist eindeutig Klassenerhalt. Also wir wissen, dass es noch am Anfang von Entwicklung sind. Wir haben neue Leute noch geholt. Die 2 haben jetzt gefehlt, aber unser Klassenerhalt ist dann eigentlich die Priorität und wir setzen alles dran, dass es klappt. Wenn nicht, dann weiterarbeiten. Viel Erfolg. Danke für das kämpferische Spiel hier, für das spannende Spiel. Einen Moment noch da bleiben. Ich habe noch eine Frage an den Marc. Marc, quasi optimaler Saisonstart. 2 Heimspiele, 2 Siege. Ja, definitiv optimal. Mehr kann man nicht holen. Wir sind damit prinzipiell zufrieden. Wir haben jetzt heute wieder gesehen und letzte Woche auch, wo wir uns noch verbessern können. Aber von den Punkten her war es prinzipiell erstmal optimal. Ja. Vom Spielerischen haben wir noch ein bisschen Potenzial. Gut, machen wir, kümmern wir uns drum. Bis zum nächsten Heimspiel sind wir wieder dabei. Alles klar, danke euch, gute Heimfahrt. Viel Erfolg für den Rest der Saison. Danke nochmal und bis zum nächsten Mal. Danke. So, und wir sehen uns wieder alle hier beim nächsten Heimspiel. Ich schaue noch schnell nach, wann es ist. Dann sage ich es durch.